Im Eiltempo hat der Bundestag ein Hilfspaket für Bürger und Unternehmen beschlossen, das es so in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat. Das zeigt, es ist ernst für die Unternehmen, für die Wirtschaft, aber auch für die Menschen. Doch je länger das öffentliche Leben so runtergefahren bleibt, wie es aktuell der Fall ist, darunter leidet auch die Wirtschaft und darunter leiden natürlich auch die Menschen. Es gilt also, einen Ausgleich zu finden zwischen dem Schutz der Gesundheit, der absoluten Vorrang hat, aber auch gleichzeitig der Bewahrung unserer offenen Gesellschaft, wie wir sie bislang gekannt haben. Darüber spreche ich später im Verlauf der Sendung noch mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Jetzt aber erstmal Zahlen, Daten und Fakten zum heute verabschiedeten Hilfspaket. Es ist die größte Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik. 156 Milliarden Euro neue Schulden. Eigentlich hatte die Regierung einen Haushalt von 362 Milliarden geplant. Jetzt sind es 484 Milliarden. Allein in der vergangenen Woche haben mehr als 76.000 Betriebe Kurzarbeit angekündigt. Einige der größten deutschen Unternehmen haben ihre Werke geschlossen. Das IFO-Institut hat gerechnet. Wenn die Wirtschaft wie jetzt für 2 Monate teilweise stillsteht, dann könnte sie um rund 7% schrumpfen. Und im Extremfall, wenn es über 3 Monate einen Shutdown gibt, wie in Italien, dann könnte die Wirtschaft sogar um bis zu 20% schrumpfen. Zum Vergleich, in der Weltfinanzkrise 2009 gab es ein Minus von 5,6%. Ja, bei diesen ganzen Zahlen kann einem ja fast schwindelig werden. Wir versuchen, die jetzt einzuordnen mit einem Experten, nämlich dem Volkswirt Jens Südekum, der mir aus Düsseldorf live zugeschaltet ist. Guten Abend. Guten Abend. Das Riesenhilfspaket wurde ja schon von vielen gelobt. Sie haben es sich im Detail angeschaut. Reicht das aus? Ja, also das Paket ist schon wirklich sehr gut. Die Regierung hat entschlossen und hat vor allem sehr schnell gehandelt. Und auch der Kontakt zwischen Politik und Wissenschaft war immer sehr, sehr positiv. Es ist gut, aber man muss an einigen Stellen vielleicht doch noch auch nachschärfen. Vor allem bei den mittelgroßen Betrieben, so mit mehr als 10, aber weniger als 250 Beschäftigten. Denn die ganz Kleinen, die kriegen jetzt Soforthilfen, also echte Zuschüsse. Das ist sehr gut und dieses Geld muss jetzt auch sehr, sehr schnell auf die Straße. Für die ganz Großen, da wurde ein Rettungsschirm gespannt. Der Staat kann sich im Extremfall sogar an diesen Unternehmen beteiligen. Aber bei den Mittelgroßen, denen werden jetzt im Wesentlichen Kredite angeboten. Und da wird sich im Nachgang bei vielen Unternehmen die Frage stellen, wie die eigentlich diese Kredite wieder zurückzahlen sollen. Zu den mittelständischen Unternehmen kommen wir gleich noch. Jetzt ist ja die entscheidende Frage für die Ökonomen, wie lange dauert der Shutdown, also das runtergefahrene öffentliche Leben? Was meinen Sie, wie lange können wir uns das im Sinne noch leisten? Ja, momentan ist es natürlich notwendig, um die Virusverbreitung wirklich radikal zu stoppen. Aber wir brauchen selbstverständlich ein Ausstiegsszenario, ein plausibles. Und ich denke, es geht jetzt um 2 Ziele, die wir erreichen müssen. Zum einen muss die Zahl der Neuinfektionen drastisch runter, am besten auf 0. Und dann müssen wir jetzt die notwendigen Vorbereitungen treffen, dass dann, wenn das Wirtschaftsleben langsam wieder hochfährt, dass dann nicht eine zweite Welle des Virus droht und ein sogenannter Rebound-Effekt. Wir müssen es dann schaffen, durch die entsprechende Infrastruktur das Virus so lange in Schach zu halten, bis dann final irgendwann ein Impfstoff entwickelt ist. Und andere Länder haben gezeigt, dass das möglich ist. Gerade Südkorea, viele andere asiatische Staaten haben gezeigt, das geht. Das ist aber voraussetzungsreich. Und die notwendigen Voraussetzungen, also zum Beispiel Tests und effektive, auch digitale Kontrollmöglichkeiten für Quarantänemaßnahmen, die müssen jetzt mit allergrößtem Nachdruck vorbereitet werden. Die müssen stehen, sobald quasi dieser Shutdown langsam geliftet wird. Das muss jetzt eigentlich die oberste Priorität in den nächsten Wochen sein. Vielen Dank, Herr Südekum, bis hierhin. Wir sprechen uns gleich nochmal. Wir gucken jetzt nämlich erstmal auf eines dieser Unternehmen, mit denen jetzt mit dem Hilfspaket jetzt auch tatsächlich geholfen werden soll. Wir waren nämlich bei dem Busunternehmen Siekendiek, ein Familienunternehmen mit 90 Mitarbeitern, das seit über einem halben Jahrhundert auf der Straße unterwegs ist. Eigentlich sollte am 1. Mai die Jubiläumsfeier stattfinden. Nichts geht mehr. Das Herz raus, das sind alles unsere Busse. Wie viele sind es jetzt, die Sie abgemeldet haben? Über 20. Weit über 20 Busse haben wir abgemeldet. Die Corona-Krise trifft viele bei Siekendiek komplett unerwartet. Wo ich den Anruf bekam von meiner Chefin, meinem Chef, und die sagten, Mensch, Thorsten, die Nummernschilder müssen abgemacht werden. Da kam mir auf Deutsch gesagt, die Tränen.
Die meisten der 90 Mitarbeiter sind jetzt in Kurzarbeit. Auch Fuhrparksleiter Thorsten Henger. Wirkliche Arbeit gibt es nicht mehr. Auch die Schulbus- und Linienfahrten im Nahverkehr sind fast alle abgesagt. Auch jetzt mit der ganzen Sache mit der Kurzarbeit und so weiter ist alles 67%. Wir müssen zusehen, dass wir über die Runden kommen, ganz ehrlich gesagt. Eigentlich hatte das Jahr für das Familienunternehmen gut angefangen. Nie seien so viele Buchungen da gewesen. Und wie viele Busunternehmen haben die Siekendieks vergangenes Jahr investiert? Mehrere Millionen für saubere Busse mit Euro 6 Normen. Das Busunternehmen ist auch Reiseveranstalter. Jetzt mit der Corona-Krise kommen die Stornos der Kunden. Also man muss akzeptieren, dass sie wirklich stornieren möchten. Ein Auftragsrückgang um 100% von jetzt auf gleich. Über 1000 Reisen wurden abgesagt und die Stornierungen müssen den Kunden erstattet werden. Nur viele Hotels mauern bei den Rückbuchungen. Wie lange reichen da die Reserven? Ich bin ganz ehrlich, wir sind glücklich mit dem, was wir tun, aber reich, wirklich reich ist niemand hier und wir haben nicht viele Rücklagen in den Unternehmen. Und das gilt für viele Busunternehmen. Deswegen hat Bettina Siekendieck einen Hilferuf geschrieben und an Bundestagsabgeordnete verschickt. Viele ihrer Kollegen haben sich dafür bedankt, denn ohne Staatshilfen würden sie wohl nicht überleben. Ja, es ist schön zu sehen, dass diese tatkräftige Unternehmerin sich jetzt nicht einfach gehen lässt, sondern versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Ihr Unternehmen steht ja stellvertretend für viele in Deutschland. Deshalb nochmal meine Frage an Jens Südekum. Das ist ja genau ein solcher Betrieb, den Sie eben beschrieben haben. Mehr als 10, aber weniger als 200 Mitarbeiter. Also diese so nicht ganz kleinen und nicht ganz großen Unternehmen. Was müsste da aus Ihrer Sicht noch nachgebessert werden? Ja, denen werden jetzt Kredite angeboten zu null Zinsen über die staatliche Förderbank, die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und da wird es eben darauf ankommen, im Einzelfall können diese Unternehmen später das jetzt entgangene Geschäft wieder aufholen. Also jetzt zum Beispiel Automobilzulieferer, da kann das durchaus funktionieren. Denn, sage ich mal, ein Auto, was heute nicht produziert und verkauft wird, das wird dann vielleicht Anfang nächsten Jahres gebaut und dann geht die Konjunktur dort entsprechend auch sehr stark wieder nach oben. Aber jetzt bei den Busunternehmen, was wir gerade gesehen haben, da wird es eben wahrscheinlich anders sein. Denn die Busreisen, die heute nicht stattfinden, da werden dann ja nächstes Jahr nicht doppelt so viele Busreisen stattfinden. Und da wird dann eben wirklich die Frage sein, wie sollen die dann ihre Kredite tilgen? Und da rechne ich dann schon damit, dass letztendlich da auch viele Kredite ausfallen könnten, für die dann letztendlich auch jetzt das Programm, was heute verabschiedet wurde, greifen muss, also dass letztendlich der Staat auf dem Geld sitzen bleibt. Vielleicht noch ganz kurz, auch diese Kredite ist ja die Frage, wie unbürokratisch bekommen die Unternehmen die jetzt? Also man muss ja einen Antrag stellen bei der KfW. Das hängt jetzt schon. Wird das wirklich unbürokratisch hier bei uns bearbeitet werden? Was meinen Sie? Ja, das ist die große Frage. Vor allem ist das die Frage für diese Soforthilfen für die Kleinsten, denn das sind ja Hunderttausende von Firmen, die jetzt Anträge stellen werden. Ich denke, da muss man jetzt ganz schnell erstmal Geld auszahlen und im Nachhinein prüfen. Einige Bundesländer haben das im Prinzip auch schon so vorgemacht, weil da einfach in den nächsten ein, zwei Wochen Geld fließen muss. Und bei den Mittelgroßen, bei der KfW, ist das Problem natürlich auch da. Auch dort wird ja jetzt gerade im Homeoffice gearbeitet, digitalisiert gearbeitet. Viele können gar nicht arbeiten, weil sie für ihre Kinder sorgen müssen. Das heißt, da wird ordentlich Arbeit sein, das abzuarbeiten und man kann eben nur hoffen, dass da ein bisschen mit Kreativität dann auch eine Lösung gefunden wird, dass das auch so schnell wie möglich geht, denn darauf kommt es jetzt an. Also auch bei der KfW müssen Sie alles geben und haben natürlich mit denselben Problemen zu kämpfen wie alle im Moment mit Homeoffice und Ähnlichem. Vielen Dank, Jens Südekum, für diese Einschätzungen live aus Düsseldorf. Wir haben ja gerade schon ausgelotet, welche Möglichkeiten und Szenarien es gibt, bis wir wieder in ein irgendwie normales Gesellschaftsleben zurückkehren können, wann auch immer das sein wird. Doch bis dahin gilt Shutdown, das heißt Geschäfte geschlossen, Schulen geschlossen und Kontakt möglichst auf das Nötigste beschränken. Was das mit den Innenstädten macht, das haben wir uns in Krefeld mal ganz genau angeschaut. Hochbetrieb in Krefeld. Voller wird es hier in diesen Tagen nicht. Die Läden zu, die Kunden weg. Schon vorher gab es Leerstände, aber jetzt ist die Lage für alle ernst. Das Sportgeschäft auf der Ecke gehört Christoph Borgmann. Sein Vater hat den Laden groß gemacht. Er macht ihn zu. Vorerst. Was die Schließungen für ihn und die Innenstadt bedeuten, nichts Gutes, da ist er sicher. Ja, das ist dann einfach bedrohlich, wenn weiter das Angebot schrumpft, weil noch mehr Läden zumachen, dann wird eine Stadt natürlich unattraktiv. Und wenn sie unattraktiv wird, dann kommen auch keine Kunden mehr aus dem Umland. Um 95% ist sein Umsatz eingebrochen. Die 15 Angestellten seit heute in Kurzarbeit.
Gemeinsam versuchen sie jetzt, den Onlinehandel hochzufahren. Ja, das wird jetzt ein bisschen mehr. Das kann ein bisschen was rausreißen, aber naja, ist ein Tropfen auf den heißen Stein, muss man auch sagen. Und trotzdem ein Überlebensvorteil für jeden Händler, der seine Waren irgendwie verschicken oder liefern kann. Ganz anders die Gastronomie. Auf dieser Fläche ist sonst ein Biergarten, der Nordbahnhof, ein Restaurant in Krefeld. Hier haben Anne Furt und ihre Familie normalerweise 700 Gäste am Tag. Ja, von 100 auf 0. Wir haben unseren Betrieb wirklich komplett eingestellt, alle Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und jetzt versucht, wirklich alle Kosten, auch an die minimalen Kleinkosten zu denken, die runterzufahren. Autos wurden abgemeldet. Erst vor 2 Jahren investiert die Familie in eine eigene offene Hausbrauerei, ein 7-stelliger Betrag. Jetzt steht alles still. Je länger die Krise dauert, desto größer die Gefahr, den Betrieb nicht retten zu können. Ja, das macht schon echt Angst und schlaflose Nächte. Also so eine große Summe, die man da praktisch auf den Schultern mit rumträgt. Wir haben die Hoffnung ja nicht aufgegeben, dass hoffentlich im Sommer, im Spätsommer unser Betrieb wieder volllaufen kann. Aber momentan ist es echt noch sehr ungewiss und macht Angst. Die Reserven reichen noch für ein paar Wochen, hören wir heute oft. Danach drohe vielen hier die Pleite. Die Krise, sie könnte unsere Innenstädte auch auf Dauer spürbar verändern. Tja, der Mittelstand hofft und bangt. Kurzarbeit ist in vielen Betrieben jetzt Normalität geworden und auch die sonst so belebten Innenstädte, die warten drauf, dass der Geistermodus wieder aufhört. Doch wann wird das sein? Vielleicht kann uns bei der Beantwortung dieser Frage Bundesfinanzminister Olaf Scholz helfen. Er ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Guten Abend, Herr Scholz. Guten Abend. Herr Scholz, was für ein Tag. Ein Nachtragshaushalt im Eiltempo. 156 Milliarden Euro, das ist fast die Hälfte des Etats, der eigentlich für das ganze Jahr vorgesehen war. Alles, um Bürgern und Unternehmen jetzt in dieser Corona-Krise zu helfen. Doch viele mittelständische Unternehmen, die befürchten, dass diese ihnen eigentlich zur Verfügung gestellten Mittel jetzt gar nicht rechtzeitig ankommen. Können Sie denn garantieren, dass jetzt wirklich schnell genug gehandelt wird? Es wird schnell genug gehandelt und alle sind dabei, das zu organisieren. Wir haben ja schon vor einer Woche angekündigt, dass wir ein Liquiditätsprogramm für die Unternehmen auf den Weg bringen, das über die Sparkassen, die Volksbanken, die Raiffeisenbanken, die Privatbanken ausgereicht wird. Also diejenigen, mit denen die Unternehmen auch jetzt schon zusammenarbeiten. Und da wird jetzt alles ganz unbürokratisch organisiert. Niemand kann ausschließen, dass nicht da und dort das noch etwas anders läuft, als wir uns das gedacht haben. Aber da gehen wir jeden Tag hinterher. Es sind schon jedenfalls Milliarden beantragt. Und das spricht ja dafür, dass wir genau das Richtige getan haben. Darüber hinaus haben wir jetzt das Zuschussprogramm auf den Weg gebracht, das die Länder verwalten. Auch das ist gemacht worden, damit es aus einer Hand kommt. Die Länder machen ihre eigenen Programme. Das des Bundes kommt dazu mit den insgesamt 50 Milliarden. Und da soll es dann auch schnell gehen. Der Volkswirt, mit dem ich gerade gesprochen habe, Jens Südekum, der sagte, zu einer guten Steuerung dieser Corona-Krise gehört ja auch ein plausibles Ausstiegsszenario. Also wie lange werden wir noch mit runtergefahrenem öffentlichen Leben leben müssen und wann können wir wieder anfangen, die Wirtschaft hochzufahren? Uns hat alle ein gemeinsames Schicksal, jetzt verbunden in der ganzen Welt übrigens und auch in unserem Land. Das ist die Pandemie, die mit dem Coronavirus Covid-19 verbunden ist und deshalb ist es auch so, dass niemand genau sagen kann, was genau der allernächste Schritt ist. Wir haben jetzt erstmal dafür gesorgt, dass die physischen Kontakte vieler Bürgerinnen und Bürger reduziert werden, damit die Ausbreitung der Pandemie verlangsamt wird und wir gleichzeitig mit milliardenschweren Investitionen dafür sorgen können, dass unser Gesundheitssystem auch sehr, sehr viele schwer Infizierte, die sehr intensiv behandelt werden müssen, begleiten und unterstützen kann. Aber es geht ja jetzt darum, genau einen Ausgleich zu finden zwischen dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, der ganz, ganz wichtig ist, und auf der anderen Seite die Frage, wie lange hält die Wirtschaft das aus, wie lange halten die Menschen das aus? Also diese Interessen gilt es ja jetzt auszugleichen. Was sind da die nächsten Schritte in den Tagen und Wochen? Ich kann Ihre Alternative nicht ganz akzeptieren, wenn Sie das gestatten. Das Allerwichtigste ist die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Aber gleichzeitig geht es doch auch darum, dass wir alles dafür tun, dass die Wirtschaft und durch diese Situation kommen kann. Deshalb haben wir diese schweren Programme auf den Weg gebracht und so viele Milliarden zusätzlicher Kreditlinien für uns beantragt beim Deutschen Bundestag und sie jetzt dort bekommen. Und wahrscheinlich auch beim Bundesrat werden wir sie bekommen. Und dann werden wir natürlich versuchen, wenn es wieder losgeht, dafür zu sorgen, dass die Arbeitsplätze alle wieder aktiv werden, dass die Läden wieder aufmachen. Und wir
können uns auch gut vorstellen, dass es dann im späteren Verlauf des Jahres ein Konjunkturprogramm gibt, das dazu beiträgt, dass die Wirtschaft zusätzlich belebt wird. Alles das ist jetzt auf den Weg gebracht. Und natürlich müssen wir jetzt Stück für Stück gucken, wann ist es soweit, dass man praktisch das Leben Stück für Stück wieder seinen normalen Gang gehen lassen kann. Und das werden wir dann in den nächsten Tagen und Wochen sehen, wann es soweit ist. Vielen Dank, Olaf Scholz, nach Berlin für diese Einschätzung. Alles Gute. Und dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Der Bundesfinanzminister hat es heute mehrfach gesagt. Es gibt kein Drehbuch für das, was wir gerade erleben. Ohne Drehbuch war auch mein Kollege André Berthold in Leipzig unterwegs. Und er hat Eindrücke mitgebracht aus einer entschleunigten Stadt. Warten, nichts als warten. Steffen Trautner und seine Kollegen in Leipzig haben es schwer. Das Coronavirus hat ihr Geschäft nahezu komplett zum Erliegen gebracht. Keine Touristen, keine Konzerte, kein Partypublikum. Ich mache mir ganz große Sorgen. Du hast ja keine Einnahme oder ganz geringe Einnahme. Normalerweise nehme ich am Tag zwischen 120 und 150 Euro ein. Es kann manchmal mehr werden, es kann manchmal weniger werden. Ne? Aber im Schnitt sind es so 120, 130 Euro. Und momentan der Schnitt 20, 30 Euro. Heute hatte er in über 8 Stunden sogar nur eine Fahrt. Zwar hat die kleine Taxigenossenschaft, für die er unterwegs ist, bereits Kurzarbeitergeld und Kredite beantragt, doch ewig, sagt Trautner, kann kein Unternehmen den Stillstand aushalten. Und der Stillstand ist in der ganzen Stadt sichtbar. Leipzig, Grünau. Hier sorgen sich viele Bewohner um ihre Jobs, denn für einen Großteil sind bereits kleine Einbußen existenzbedrohend. Wenn man guckt Nachrichten, alle sagen, das ist nicht so schlimm, dann andere sagen, doch, es wird schlimmer. Und da immer wieder hin und her gerissen irgendwie, ein bisschen unsicher. Und wegen Arbeit und wie zahlen wir Miete, unsere Rechnungen auch nicht so schön. Das Wort Stillstand wurde beim Lebensmittellieferdienst Food.de aus dem Wortschatz gestrichen. Corona steht hier nicht für Krise, sondern für Boom. Je mehr sich das Virus in Deutschland ausbreitete, desto mehr stiegen die Online-Bestellungen. Der richtige Peak kam dann, wo das dann generell auch so in Berlin angekommen ist. Ja, ab dem Punkt war hier komplett feuerfrei und die Zugriffszahlen und Bestellmengen gingen halt voll durch die Decke. Inzwischen hat das Unternehmen die Anzahl seiner Fahrer verdreifacht. Schon jetzt liegt der Umsatz 30% über dem des gesamten letzten Jahres. Und Corona ist noch lange nicht vorbei. Ja, es gibt eben doch einige, die aus dieser Not auch eine Tugend machen können. Das war unser ARD-Extra heute an diesem historischen Tag. Vielen Dank für Ihr Interesse. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund, so gut es geht. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Unglücksbringer? Herr Professor Ottenried? Ja. Ich muss leider nach Hause. Wenn Sie nicht hier sind, verlieren Sie das gesamte erste Studienjahr. Ich bin hier, weil mir jemand verleumdet. Hör auf! Das war ich. Aussteigen! Ich habe einfach rumgefahren. Ich kümmere mich darum. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Klingt, als gäbe es da eine Bedingung. Das ist aus dem Archiv der Roten Armee.